Hallo Leute, ich habe heute einen Innenhaul für euch und zeige euch jetzt die Produkte. Einmal ein kleines Rosa. Das kann ich euch nicht komplett zeigen, weil es ziemlich klein ist. Aber das ist, sieht so aus. Ein ganz einfaches Überschlüpfkleid. Dann ein Kleid in Blau, dunkelblau. Ich weiß nicht, gerade nicht. Hier. In dunkelblau. Mit unten so Löchern. Auch ganz einfach zum Anziehen. Dann eine Bluse. Eine Bluse in Schwarz-Weiß. Mit so Häkelmuster. Das ist die ganze Bluse. Ist ziemlich lang. Dann ein T-Shirt mit Smile drauf. Dann ein Rock. Ein Rock mit dem Muster. Müsste auch passen. Ein T-Shirt mit einem Herz drauf. Das sieht so ein bisschen wie das von Silver Moon aus. Aber der Druck wird wieder schnell abgehen. Noch ein T-Shirt mit einem Herz. So, in grün. Ein lilanes T-Shirt mit Good Vibes drauf. Ein buntes Kleid. Ein buntes Kleid mit Muster. Müsste auch passen. Eine Bluse
mit Häkel Teil in Schwarz. Ein Langshirt in Rot. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Und als letztes ein Überzieher für den Badeanzug in Weiß. Das ist so ein Kleid mit so Häkeleien und das kann man über den Badeanzug anziehen und ist dann gleich zum Trocknen und so. Das ist die ganze Bestellung. Ich hatte diesmal Probleme mit dem Zoll und musste die Rechnung und die Bestellung einschicken und habe jetzt noch über 62 Euro Zollgebühren bezahlt, um das Paket entgegenzunehmen. Ich habe aber mit Shein schon Kontakt aufgenommen und ich hoffe, dass der Großteil von den 62 Euro oder über 62 Euro zurücküberwiesen wird und ja, da werde ich euch noch informieren. Ich verstehe auch nicht, warum meine Sachen immer aus China kommen und die von den YouTubern aus Deutschland kommen aus Deutschland und haben nichts mit dem Zoll zu tun. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber bei mir ist dieses Mal beim Zoll liegen geblieben. Aber das ist auch schon meine vierte oder fünfte Bestellung und das ist jetzt das erste Mal passiert. Naja, genug von meinem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, eure Ines.